Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in dem Porsche Tuning Mekka, Firma 9FF aus Dortmund. So viel vorab, wir haben mal grob überflogen. Jedes Fahrzeug, was hier steht, hat im Schnitt 1000 PS. Das heißt, ihr seht heute 30.000 PS auf einem Haufen. Kann ich selber fast kaum glauben, weil von neu bis alt ist alles dabei. Hier wird alles umgebaut. Das Einzige, was hier nicht passiert, ist, dass irgendwas original bleibt. Bis zu, ich glaube wirklich 1600 PS ist die größte Ausbaustufe. Wir haben ein paar alte Spezialitäten von 9FF hier vor Ort. Und gleich kommt auch noch Jan dazu, Chef von 9FF, und wird uns das Ganze ein bisschen zeigen. Aber ich würde sagen, erstmal gibt es einen kleinen Porn und dann gehen wir rein. Ja, noch kurz zwischendurch. Wir fühlen uns direkt wie zu Hause hier. Hinweg, Auto, Notlauf, kein Ladedruck, Regelgrenze unterschritten, weil ich habe scheinbar über Nacht einen Marder im Auto gehabt. Und der Druckschlauch vom Ladeluftkühler zur Drosselklappe war kaputt. Und siehe da, schneller als René gerade den Porn filmen konnte, ist hier ein Silikonschlauch, ein Edelstahlrohr und noch ein Silikonschlauch drin. Ja, und jetzt ist hier Tuning angesagt. Geil. Also, René, hast Glück gehabt, zurück, nicht Notlauf. Sehr gut. Wir können wieder ballern. Fassungslos. Geil. An der Stelle schon mal vielen Dank. Jetzt gehen wir mal rein. Ah. Hi, alles klar? Grüß dich. So, erstmal für euch. Ich habe eigentlich Papa erwartet, aber umso cooler, dass du hier bist. Klar. Janis, Sohn. Ich denke mal, der mittlerweile hier bald mindestens genauso viel den Durchblick hat. Das hoffe ich mal ganz stark. Der jeden Tag hier ist und vor allen Dingen, du bist ja auch aktuell auf jedem Event am Start. Ne? Das ist richtig. Mein Vater hat das jetzt 20 Jahre lang gemacht und ist jetzt langsam nicht mehr so scharf drauf. Und deswegen ist er ganz froh, dass ich das jetzt so langsam übernehme. So, das heißt, dieser Typ ist derjenige, der die ganze Zeit die über 1000 PS Porsche über die Events ballert. Ne? Aber das gucken wir uns mal an. Ja, das hier ist so eure Hall of Fame. Richtig, wir haben ja zum Großteil Pokale stehen und Auszeichnungen, Events, die wir gewonnen haben. Da sind zum Beispiel jetzt von der Autobild die meisten Sachen für Leserwahlen, die wir gewonnen haben. Mhm. Sonstige Pokale für Veranstaltungen. Hier hinten von Nano die ganzen Auszeichnungen, damals unsere ganzen Topspeed-Sachen, die wir gefahren sind. Da hängen sämtliche Sachen dabei. Ihr kommt halt noch so richtig aus der Zeit, wo es halt früher noch so richtig Zeitschriften gab. Richtig, genau. So. Wir haben auch noch da vorne ein Regal, also ich würde sagen, so groß. Und da sind nur Zeitschriften drin, in denen wir drin waren. Weil wenn man so in unserem Alter, ich frage jetzt einmal, wie alt bist du? Ich bin 22. Was? Also noch jünger, als ich eigentlich gedacht hätte. Ja, ich werde jetzt 22 nächsten Monat, aber... Okay, Chapeau, also mit 22, 3,50 auf einer halben Meile zu scheppern, ist schon mal eine Ansage. War ich jetzt gerade stehen geblieben? Nee, wenn man in unserem Alter, in meinem Alter, vor 10 Jahren als Beispiel angefangen hat, eine Firma zu machen, dann kennt man das gar nicht mehr so mit den Printmedien, ne? Weil es gibt nur so Internet, Social Media und so weiter. Das stimmt. Wann hat Vater angefangen? Zusammen oder die? Nee, also die eigentliche Firma, seit wann gibt es noch? Seit knapp 21 Jahren gibt es uns jetzt. 21 Jahre, genau. Das war halt genau die Zeit dann, wo so Automotorsport, die ganzen Zeitungen, Sportscar, die ganzen Autos. Ja, krass. Ja, viel zusammengekommen über die Zeit, ne? Wie lange seid ihr an dem Standort hier schon? Wir sind hier seit 2006. Mhm. Wir waren vorher hier auch im Gewerbegebiet in der Nähe, waren aber deutlich kleiner. Wir hatten eine Bühne mit, eine Halle mit 3 Bühnen. Und hatten vorne eine kleine Büro-Area, aber das war halt nicht besonders viel. Und deswegen haben wir uns dann nach kurzer Zeit entschlossen, weil wir so viele Autos jemanden hatten, wir wussten gar nicht mehr, wohin damit, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach mehr Platz. Weil es wirkt definitiv echt groß. 3,91. 2011, ne? Mhm. Muss man mal ganz klar sagen. Und das mit einem Auto mit Serien-Aerodynamik. Mhm. Ja.
Ah, genau, hier G-Turbo, das ist noch der ganz normale. Genau, das ist noch der ganz normale. G-Turbo ist quasi GT3-Basis. Und ja, wenn wir immer auf solchen Events gefahren sind, mein Vater hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt, mit relativ wenig Ladedruck zu fahren. Aus dem einfachen Grund, wenn du jetzt eine lange Distanz fährst und hast dann da 2,5-3 Bar Ladedruck anliegen, auf Dauer machst du was kaputt. So, und da meistens netterweise uns Kunden ihre Autos gestellt haben, haben wir dann gesagt, wir wollen natürlich die ganze Sache schon, also dann relativ wenig Ladedruck, also wir haben meistens nie die volle Leistung genutzt. Also wenn das jetzt ein G-Turbo 1200 war, sind wir wahrscheinlich mit 900 oder knapp 1000 PS gefahren. Wie ist das in so einem Fall? Wollten die Kunden nochmal selber fahren oder ist tendenziell immer in den Leistungsregionen tatsächlich so, dass die Kunden eher sagen, Janis, fahr du lieber? Nee, ist 50-50. Also wir haben viele Kunden natürlich, die knallen gerne selber. Wir haben auch zum Teil viele Kunden, total illegal, fahren gerne Straßenrennen und sowas. Die nutzen ihre Autos echt brutal. Aber jetzt zum Beispiel der Salvatore, der schafft es auch hauptsächlich geschäftlich nicht, weil er halt einfach sehr viel zu tun hat in Italien, hat da seine mehreren Marmorbrüche und deswegen sagt er dann meistens, ich soll fahren, genau, ich habe damals halt zum Großteil das Auto gebaut, pflege seit 4-5 Jahren in Kontakt mit dem und ich würde sagen, wir sind mittlerweile auch ganz gut mit dem befreundet. Da müssen wir auf jeden Fall einmal jetzt eine Einblendung machen vom letzten Event. TTT, halbe Meile, waren 349, bist du glaube ich. 349, ein paar kaputte, richtig. Ich bin an dem Tag Map 4 von 7 gefahren, so 2,4 Bar. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, das kriegt man jetzt in dem Lauf eingefangen. Krass ist, bei einem Porsche sieht das immer so aus, als wenn dieses Ding das einfach so aus dem Ärmel schüttet. Ja, aber so, es ist die ersten Male fahren ist sehr unangenehm. Man muss sich darauf einlassen, auf dieses ganze Tire-Shake-Zeug. Und habe ich dir auch schon mal erzählt, das erste Mal, als ich gefahren bin mit dem Auto, hatten wir noch keinen Diffuser dran und der Flügel war noch hydraulisch ein- und ausfahrbar. Und da bin ich gefahren beim SCC 500, genau, und da war es auf 1000 Meter. So, und da hatte ich nach 1000 Metern, ich glaube irgendwie 360, 365 oder sowas drauf. Und ab 350 bist du einfach ein Wheelie gefahren. Das heißt, du kannst einfach lenken und es ist nichts passiert. So, und das ist ganz unangenehm, wenn ein Auto so Richtung Mitte Fahrbahn geht und da steht so ein Stoppschild und Hütchen und sowas und du weißt, du hast 360 drauf und ballerst gleich volles Pfund in diese Dinger rein, weil du kannst ja nicht lenken. Ja. Ich weiß noch, bei den allerersten Events, da war Vater immer noch mit dabei. Richtig. So genau. Bei den ersten SCC und so weiter. Genau, ne? genau. Und dann irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, kam der Tag, wo du mit den Autos immer alleine gekommen bist. Ne? Da dachte man schon immer so... Ja, da waren alle immer sehr skeptisch. Ja, das so gut geht, so ungefähr. Weil man darf halt nicht vergessen, es sind einfach die schnellsten Autos. Weil es sind die schnellsten Porsche. Gibt es aktuell schnellere Porsche als die von Neuner? Also in Amerika war einer schneller. Aber dazu muss ich auch sagen, der ist gefahren mit Nitro und sonstigen Sachen. Also das ist im Prinzip fernab der Realität. Unser Kundenauto, der Salvatore, der fährt mit dem Ding im Winter immer in Italien. Das heißt, wir machen dann seine 102 Oktan-Map da drauf. Dann kann er Map 1, 2 und 3 auf 102 fahren. Kriegt er seine Spiegel und Scheinwischer dran und dann fährt er den ganzen Winter damit in Italien. So, das heißt, wenn dann auf einmal ein junger Bengel, in dem Fall musst du ja gerade 18 gewesen sein, eigentlich so ungefähr. Die ersten Events bin ich gerade mit 18 gefahren, ja. Mit so einem 1500 PS Kracher ankam, das war schon die Show immer. Ne? Geil. Aber ich finde immer gerade so, du fährst ja auch nicht mit Launch los, du rollst ja einfach nur an. Trittst dann rein, nach 400 Metern hört man schon immer, dass du so 2,90 auf der Viertelmeile fährst, ne? Ja, 2,80, 2,90 kommt schon immer gut hin. So, überleg mal, das ist von der Speed her so, wie Paul mit seinem GTR und so weiter gefahren ist, ne? So, also das ist eigentlich schon die Liga, wie so die richtigen Viertelmeile-Autos, also nicht die richtigen Viertelmeile, sondern die richtigen Drag-Cars so ungefähr fahren, ne? So, und dann geht das aber oben aus nochmal so weiter, ne? Genau, das Hauptproblem bei dem Auto ist, wir haben damals halt angefangen mit luftgekühlten Ladeluftkühlern. Und wir haben quasi das ganze Auto quasi auf das System so gebaut. Eigentlich wäre es besser gewesen, zu dem jetzigen Stand, dass wir mit Wasser gekühlt fahren. Aus dem einfachen Grund, es heizt sich einfach alles viel zu doll auf mit so hohem Ladedruck, Riesenlader. Dann hast du oben raus Ansauglufttemperaturen jenseits der 50, 60 Grad und das reduziert einfach Leistung so doll. Und normalerweise jetzt auf dem Map, was ich gefahren bin, 2,4 Bar, hatte ich oben raus am Schluss nur noch 2,2. Ja. So, das heißt, also auf einer ganz großen Stufe, wo ich jetzt 3 Bar fahren könnte, auf der größten Stufe, kommst du hinten mit 2,6 raus. Ja. So, das heißt, man bräuchte noch ein bisschen bessere Kühlung, dann könntest du die Leistung bis oben raushauen. Und dann denke ich mal, fährst du auch realistisch 200, 300, so im mittleren 3-Sekunden-Bereich. 3,5, 3,4, das ist machbar auf jeden Fall.
Das fahren die ganz schnell 100, 200 so ungefähr eigentlich. Ne? Genau. Das ist immer witzig, wenn ich dann da stehe und man quatscht über das Auto und dann so, ja, was bist du denn gefahren? Ja, 3,9. Ich so, ja, nee, 200, 300, nicht 100, 200. Ja. Und dann gucken die Leute natürlich immer dementsprechend blöd. Ne? Das ist... Nee, also da muss ich wirklich sagen, auch schon viele Autos von euch gesehen und das, ich kenne wirklich keinen, wo es halt auch mal Peng macht, ne? So, weil ich sag mal, wir haben ja so Kandidaten, ich mag die alle wirklich gerne, Ralf und Paul, das sind ja wirklich so Kandidaten, wenn die auf dem Event sind, die fahren einen Lauf nach dem nächsten. Klar, ohne Gnade, da gibt es kein Material schon, immer noch volles Rohr. Und da sag ich ganz ehrlich, meine Autos könnten das definitiv nicht, wenn du einen von den beiden in mein Auto reinsetzen würdest. Das sind halt so richtige Benutzer. Man sagt ja eigentlich schon, ich mache die Autos kaputt, ne? Aber die sind dann auf jeden Fall noch mal krasser, weil die halt einfach, die Autos sind bei denen einfach zu benutzen da. Ja, also ich weiß noch, das erste Event, da bin ich mit Paul zum TTT Half mal gefahren. Da bin ich mit Paul und seinen ganzen Gerüstbauer-Jungs zusammen da runtergefahren. Und dann kommen wir da an, ich habe zu Paul gesagt, Paul, leg langsam los, ich habe kein Werkzeug, ich habe nichts dabei, wir sind mit deinem Auto da hingefahren und mit deiner E-Klasse, ich kann nichts machen, wenn irgendwas ist. Ah, ich gehe die Sache ganz entspannt an. Ja, was ist? Paul in das Auto rein, direkt große Stufe und direkt erstmal Burnouts auf dem Parkplatz mit allem, was dazugehört. Und ist bestimmt an dem Tag, ich würde sagen, 20, 25 Starts gefahren. Ja. Ohne Gnade, immer mit Launch, immer volles Rohr, die ganze Zeit lang große oder vorletzte Stufe, der macht da keine halben Sachen. Also da bin ich echt gespannt, wie er nachher in der Technik, wie er das hinkriegt, dass die Dinger wirklich so standfest sind und einfach so krass funktionieren. Ich würde mal behaupten, 20 Jahre Entwicklung. Ja. 3,91 ist aber die Maximum. Ihr seid tatsächlich mal, wie ich auch mal vorhatte, über 400 mit dem Ding gefahren. Ne? Richtig, genau. Also mit unserem eigenen Auto, mit dem GT9, sind wir selber, mein Vater, das war um die 2010, 2008, irgendwie sowas. Ich will nicht lügen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist er selber 409 gefahren damit. Mit unserem eigenen Auto selber entwickelt. Mein Vater damals auf Blatt und Papier, ne, alles schön gezeichnet, so wie er das haben wollte. Das ist diese längere Flunder ist das, ne? Richtig, genau, genau. Ja, und mit dem haben wir damals den Weltrekord gemacht. Was ganz witzig ist, witziger Fun-Gag, weiß eigentlich niemand. Wir haben das Auto Straßen zugelassen, 3 Monate bevor Bugatti ihren Veyron Straßen zugelassen hat. Das heißt, wir waren das erste Auto weltweit, was über 400 km/h mit Straßenzulassung gefahren ist. Geil. Gibt es das Auto noch? Den gibt's noch, der steht hinten unter so einem schönen Tuch. Da hatte mein Vater damals mal einen Unfall mit, lange Geschichte mit Bremsenversagen und sowas. Hatten wir damals von einem anderen Zulieferer Bremsen, leider nicht die originale Porsche Keramik, die wir sonst immer genutzt haben, die übrigens 1A funktioniert, die wir auch bei Salvatore auf dem Auto von Tag 1 anfahren. 409. Ja. Vor über 10 Jahren, ne? Vor über 10 Jahren, ja. Krass. Ja. Und dann gab es ja noch das Kundenauto, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, mal auf dem Event. Ja. 437 in Belgien auf der Autobahn auf dem Weg nach Hause ist natürlich schon eine ganz harte Nummer. Ja. Muss ich meinen Vater mal fragen, der bestimmt immer noch nach dem P-Box frei. 100%. Ja, der hat den 6. einfach mal festgehalten, ne? solange bis nichts mehr ging. Ne? Ohne Gnade. Ja. 437. Das Witzige ist, ich merke das ja auch mal in dem Salvatore-Auto. Ich bin mal ein SCC gefahren. Da bin ich immer über die 800 Meter hinaus, weil wir hatten 2 Kilometer Bremszone. Mhm. So, ich wollte halt immer 1000 Meter fahren, weil ich wissen wollte, was schafft er nach 1000 Meter, weil wir uns überlegt hatten, wir fahren mit dem Auto auf eins dieser Conti-Events. Und wenn du schneller als 360 fährst, legst du mehr als 100 Meter die Sekunde zurück. Mhm. So, und wenn du mehr als 100 Meter die Sekunde zurücklegst, muss dein Gehirn, lass mich lügen, ich glaube 32 Bilder verarbeiten und es kann pro Sekunde 24. So, man kennt das so schön aus Fast and the Furious, drücken auf die Nitro-Knopf und alles fliegt so an dir vorbei. Genauso fühlt sich das auch an. Ja, ja. Wenn du dann so 110, 115 Meter die Sekunde machst, ist einfach brutal. Brutal, ja. Ja, das muss natürlich dann im Hellen sein, ne? Natürlich, im Hellen sein und dann ist es halt definitiv so, du fährst, alles fliegt an dir vorbei, du erkennst eigentlich gar nicht mehr, was du es siehst ist. Du siehst es und es ist schon eigentlich gar nicht mehr da und das ist für das Gehirn ganz schön crazy. Das Problem ist, wir sind halt hier jetzt in der Leistungsliga angekommen, wenn man sowas nicht im Ansatz schon mal gefahren ist, kann man da einfach gar nichts sich drunter vorstellen. Nee, also ich muss sagen, ich habe auch das Glück, ich bin halt mit meinem Vater in den Autos groß geworden, wir machen seit Jahren Autos mit über 1000 PS, seitdem ich denken kann, sitze ich mit meinem Papa in diesen Autos drin. Und früher auch viel Kartrennen gefahren, auch mit Vatern zusammen, jedes Wochenende hier und da immer unterwegs gewesen. Und ich glaube, sonst könnte ich das nicht machen, was ich jetzt mache. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der beste Autofahrer, um Gottes Willen, ne? so lange fahre ich noch nicht Auto. Aber mein Vater hat mir da schon viel über die Jahre beigebracht und gezeigt. Aber und schon verantwortungsvoll mittlerweile, dass mit solchen Autos auf jeden definitiv, Fall. Definitiv, definitiv. Also ich finde am ekligsten bei dieser Leistung, und das ist genau das, was man sonst nicht kennt, dass
egal ob erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Gang, gefühlt beschleunigt jeder Gang gleich. Es beschleunigt jeder Gang gleich. So, nur, dass sich der fünfte Gang, dadurch, dass halt alles so schnell auf dich zukommt, sich viel, viel ekliger auf einmal anfühlt. Ja. So, das finde ich immer so das Krasseste. So, wenn du jetzt mit so einem Ding eine 100, 200 fährst und das Ding fährt, sagen wir, 3,5 Sekunden, dann denkt man noch so, ja, ist schnell, geht halt aber auch schnell vorbei. Aber so eine 200, 300 in 3,5 Sekunden wird dann, glaube ich, echt... Das ist abartig. Nochmal anders. Ja, okay, weiter so, geht's mit dem Rundgang. Ja, willst du direkt in die Halle durch oder wollt ihr erstmal mal hier ein bisschen gucken? Wir können ja noch mal kurz ein bisschen auf euch als Firma nur so ein bisschen eingehen. Danke. Ihr seid seit eh und je in Dortmund hier. Wir sind seit eh und je hier in Dortmund, richtig. Mein Vater hat das damals 2001 gegründet. Ganz witzig, mein Vater war vorher unter anderem bei Brabus und bei Ruf. Und dadurch, dass er in Brabus war, war er immer in Bottrop. Hat dann durch Zufall meine Mutter kennengelernt, die halt aus Dortmund kommt. Und deswegen ist das dann schnell zusammengekommen, dass er gesagt hat, ich bleib dann hier in Dortmund. Ruhrpott ist so irgendwie so die Mitte von Deutschland, ne? Du erreichst alles gut. Und deswegen haben wir uns dann quasi hier angesiedelt. Das ist ja witzig. Das heißt, du warst quasi ein Jahr alt, kurz nach deiner Geburt, hat er sich überlegt, jetzt war ich mal 911. Genau, genau. Also es war schon immer so eine Leidenschaft Porsche, halt auch dadurch, dass er so lange bei Ruf halt war. Ja. Und bei Ruf aber nie so wirklich gewertschätzt worden ist, weil ne, die Jungs, die halt daher kommen, das ist halt alles so eine Familie. Und wenn jetzt einer von außerhalb kommt, ne, das passt halt einfach nicht rein. Das wusste ich aber auch nicht, dass er vorher bei Ruf war. Er war ziemlich lange bei Ruf, hat da ganz lange Motoren gemacht, war der Werkstattleiter. Ja. Und das 9FF steht für, also 9 kann man sich denken, auf jeden Fall, genau, weil also passend zu 911, zu Porsche. Genau, genau. Wir mussten uns halt was finden, was halt ziemlich ähnlich zu was zu 911 ist. 911 ist halt geschützt, den Begriff darfst du halt nicht benutzen. Und deswegen brauchen wir halt etwas, was ähnlich klingt und damit verbindet. Und da war es halt relativ einfach. Meine Mutter heißt Frauke. Vertauer, also das FF passt gut zu 1, ist ja quasi fast umgedreht. Ja, und so kam das 9 FF zustande. Ist ja romantisch. Ja. Muss man hoffen, dass man sich niemals scheiden lässt, sonst heißt die Firma auf einmal 9 JF. Ja, so ungefähr. Ja. Okay, krass. Ja, cool. Ja. 21 Jahre, so schnell für die Zeit. Also solange ich denken kann und mich für Autos interessiere, war es halt definitiv so, dass 9FF schon immer, was Leistung angeht, immer präsent war. Man hat so typisch diese Zeitung durchgeblättert von früher und hat da irgendwelche Zahlen gelesen, die man halt einfach für surreal gehört hat. Ist so. Das war wirklich. Ist so. Was auch witzig ist, ab und zu, wenn da mal ein neues Autobild rauskommt, ich blätter da auch zwischendurch mal durch, wir haben die hier immer auf dem Tisch liegen und du siehst immer, wenn Autos im Beschleunigen sind, das stärkste Auto, was sie gemessen haben, ist immer unser G-Tronic 1400. Das ist immer die höchste Angabe von den Messbereichen, die sie da haben. Das ist ein Referenzauto. So. Genau, ja. jeder wird immer mit dem verglichen. So. Ja, das ist schon witzig. Ja. Und es gibt wahrscheinlich bei euch keinen normalen Kunden, sondern das sind alles individuelle Fälle wahrscheinlich, ne? Alle, die irgendwas irgendwie Nagel im Kopf haben und unbedingt Leistung haben. Ja, aber ich sag mal so, wer hat in unserem Business keinen Nagel im Kopf? Ja, ja. Also haben sie ja alle irgendwie, keine Frage. Aber du hast zum Teil auch Leute dabei, der kommt dann mit seiner ganzen Family an und du denkst, der ist gerade auf der Durchreise und wollte sich das hier einfach mal angucken und dann kauft er einfach mal so 1000 PS nebenbei, so ungefähr. So ein ganz normaler Familienpapa, ne? Ja, und also ist schon witzig, man lernt die verrücktesten Leute kennen. Ja. Krass. Hat sich das über die Jahre irgendwie ein bisschen verändert? So, dass es mehr in Richtung Ausland geht oder mehr Inland oder alles querbeet oder kleinere Steps, Größe? Weil gefühlt würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr immer noch genauso viele große Steps baut. Ne? Also es ist irgendwie nicht so, dass es auf einmal die Autos kleiner werden. Ne? Nein. Also wir haben eine Zeit lang, als der 901-Push rauskam, haben wir ziemlich viele Bolt-on-Kits gemacht. Das lief ziemlich gut, weil wir auch, würde ich jetzt mal behaupten, also meines Wissens nach, sind wir die einzigen, die TÜV-Eintragung für die Autos haben. Mhm. Wir haben kleinere Stufen, wir haben die 700 PS-Variante, wir haben eine 1000 PS-Variante. Das können wir alles eintragen, ohne Probleme, bist komplett legal mit so einem Auto unterwegs. Und da war sehr lange der Anreiz da. Jetzt natürlich 992, die Autos werden günstiger, da kommen jetzt wieder noch mehr Leute. Es gibt echt 991 bis 1000 PS mit TÜV? Mit 1000 PS mit TÜV können wir komplett eintragen, ist komplett legal mit allem, was dazugehört. Ja. Ist dann aber schon noch auf Basis logischerweise dem Original Porsche und nicht ihr als Fahrzeughersteller. Richtig, genau. Also es ist weiterhin der Turbo, ist weiter Turbo-Fahrgestellnummer, alles, was dazugehört. Ja. Und also wir haben mehrere Kunden, die mit so einem Umbau durch Deutschland fahren. Ich würde sagen bestimmt 15, 20 Stück. Ja. Und die haben es alle eingetragen. Und da gab es auch ein witziges Gespräch. Da habe ich einen Kunden mal abends angerufen. Und dem hatte ich einen Umbau verkauft. Der hat sein Auto frisch hier abgeholt, ist nach Hause gefahren. Und dann kurz bevor er zu Hause angekommen ist, hat ihn die Autobahnpolizei angehalten. So, und haben sie den Fahrzeugschein reingeguckt. Und ich glaube 736 kW stehen da drin. Und die dachten, das wäre ein Druckfehler. Und wollten ihm dann den Fahrzeugschein abnehmen und so weiter und so fort. Er so, nein, das ist legal. Und dann hat er da unsere ganzen TÜV-Unterlagen rausgeholt. Und hat dann das geglaubt, die Polizisten sind komplett also die konnten es halt einfach nicht glauben, dass es halt wirklich echt ist. Ja, und dann hat er mich angerufen. Dann ist ja 5 Uhr am Telefon kaputt gelacht. Und hat sich nochmal herzlich bedankt. Und Cool.
Was war bisher so das krasseste Ding, was er gebaut hat? Also was du sagen würdest, so das krasseste? Also unterschiedlich, es kommt darauf an, in welche Richtung man geht. Also sag mal, man will Rennfahren oder halt Straße fahren oder halt Event. Also meiner Meinung nach eines meiner Favorites, ganz klar, ist unser GT9 Clubsport. Der hängt ja auch da oben schön in dem Wolf. Das ist für mich so Fahrerlebnis auf der Straße mit Kurvenlage und sowas das krasseste, definitiv. Ich bin ja schon viele Autos gefahren, McLarens, Ferraris, Lamborghinis, GT2 RS. Aber kein Auto hat diese Emotion wie dieser GT9. Also es ist halt einfach was ganz anderes. Also es ist... Das ist die lange, flache Flunder, über die wir gesprochen haben. Oh, Alarmanlage. wie viel ist der Radstand da länger? Boah, ganz ehrlich, kann ich hier aus dem Bauch nicht sagen. Mein Vater weiß das auf Millimeter genau. Ich kann dir nur sagen, das Auto ist hinten an der Hinterachse, wenn er jetzt Clubsport so breit ist wie der, genauso breit wie eine Spur auf der Autobahn. Ich habe dem Kunden mal das Auto nach Hause gebracht, nach Bochum. Mhm. Und dann bin ich auf der Autobahn gefahren, B1, mittlere Spur. Rechts neben mir ein LKW, links ein PKW. Und beide gucken aus dem Fenster, boah, und fahren genau neben dir. Und du sitzt in diesem Auto und die beiden fahren so. Und du weißt, wenn du dich nur in eine Richtung bewegst, fährst du in irgendeinem rein. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt. Weil das Ding ist, egal was du an dem Auto kaputt machst, du kannst es ja eigentlich alles nicht ersetzen. Einzelne Anfertigung, ne? Aber da kommen wir später auf jeden Fall dazu. An den hier kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Das war so das erste VMAX-Auto. Das war das zweite VMAX-Auto. Zweite? Richtig, genau. Da gab es noch einen vorher. Der hängt hier nicht, das war ein ganz schwarzer 906 Toro, der hatte ganz groß in Silber 9FF auf der Tür drauf und das war das erste wirkliche Rekordauto. Der erste war ein 906 Turbo, das ist 906 GT3 als Basis gewesen und ja, so fing das dann quasi an, dass wir in die ganzen Zeitungen gekommen sind. Ich weiß ja noch, ihr wart auch definitiv die Ersten, zumindest die Ersten auch, von denen man das so ein bisschen mitbekommen hat, dass man die Saugermotoren, also ein GT3, dann noch auf Turbo umgebaut hat. Richtig, genau. Das war so der, weil beim Porsche ist es immer so, Turbo gleich breite Karosse, ja. Sauger gleich schmale Karosse, richtig. Zumindest so bei den ersten GT3s. Richtig. Und dann weiß ich noch, habt ihr immer auf das Seitenteil diese Hutze drauf gemacht. Richtig, genau. Und darunter die Ladungskühler so gelegt. Ne? Da oben ist auch einer. Genau, hier. Da sieht man nicht ganz so gut auf dem Bild. Das war einer der ersten GT3s, die mein Vater sich gekauft hat als 997. Und wo wir gerade bei dem Zeitschriftthema sind, mit dem Auto waren wir bei der Autobild zu einem Test, 0300 und da ist Bugatti gekommen mit ihrem Veyron und mein Vater wusste gar nicht, ob er teilnehmen möchte oder nicht, weil wir eigentlich kein Auto hatten, was fertig war. Das Auto war noch eine Rohkarosserie, er hatte den ganz geschlachtet, zerlegt, weil wir Teile eigentlich von dem Auto brauchen, um anderes zu bauen. Ja. So, und wie das halt immer so ist. Ja, und da stand die Rohkarosserie da und hat uns die Autobild angerufen und hat gesagt, ey, wollt ihr nicht doch teilnehmen? Bugatti hat zugesagt, die kommen nächste Woche. Und dann hat mein Vater gesagt, boah, geil. Das Auto, eine Woche muss er fahren. Ja, und dann haben wir alle eine Woche lang hier eine Nachtschicht geschoben. Ich war noch so klein, ich war zweimal dabei, aber ich habe natürlich nicht geschraubt, konnte ich ja nicht. Und ja, dann haben die in einer Woche das Auto auf die Beine gestellt. Motor, mein Vater nebenbei Motor gebaut, die anderen Karosserie alles fertig gemacht. Der war ganz leer von innen. Und das Witzige war bei dem Auto, er wog 1:1. Er hatte damals 1200 Kilo und 1200 PS. War ein Holinger Getriebe drin, noch mit Shifter damals. Ne? Damals war das nicht so mit automatischem Pedal Shift System. Und das Ding war so laut, weil alles da aufgehangen war. Und wir haben die aufs nie getrailert. Mein Vater hat sich in die Karre reingesetzt mit einem Mitarbeiter von uns zusammen, Uropax rein, dann sind die auf Achse von hier aus bis nach Lado gefahren. Ich glaube, das ist aber auch der Punkt, warum die Autos so gut funktionieren in Sachen Haltbarkeit, ne? Weil er wirklich groß geworden ist mit den Autos, dass die halt immer funktionieren müssen, genau. Und immer gefahren werden. Ja. Und das ist einfach was anderes, wie wenn man so ein Auto mal mit zum Event nimmt. Ne? So sieht's aus. Ach, krass, dass es damals schon eine Holinger gab, noch richtig mit Shifter. Richtig, genau. Damals haben wir uns damals bei den Porsche Original Cup-Teilen bedient. Mittlerweile haben wir für die ganzen Holinger Getriebe unsere eigenen Gangradsätze und Eingangswellen und so weiter und so fort, alles was dazugehört. Du sagtest eine Sache gerade, ihr brauchtet die Teile davon. Das ist auch eine Sache, die ich persönlich auf jeden Fall auch cool finde, weil hier ist es so, beziehungsweise bei Porsche generell, du schmeißt eigentlich nichts weg, weil jedes Porsche-Teil ist irgendwie wertvoll. Ne? Ist alles Gold. So, der GT3-Fahrer baut oben auf GT2, der Carrera baut auf GT3, der Carrera 4 behält die Teile für Carrera 2 so ungefähr. Ne? Irgendwas oder will auf Turbo bauen und so weiter. Und ich kann euch sagen, was hier so an Teilen rumliegt, gebrauchte Teile, die aber mit Sicherheit alle auch schon teilweise wirklich Goldstaub sind. Ne? Ja. Weil ich habe neulich mal nur geguckt, mittlerweile kosten ja selbst so 997 GT3 Stoßstangen vorne auch mal schnell so 5.000 Euro oder so. Naja, das ist schweineteuer. Also ganz witzig, beim GT2 RS, ich hatte mal überlegt, ich baue mir ein GT2 RS, also zumindest eine Optik davon. Ja. So, und ich dann bei Porsche im Film geguckt habe, was die Teile kosten, dachte ich mir so, das lässt du mal lieber bleiben, weil für das Geld kannst du dir auch ein anderes schönes Auto kaufen. Also nur die Heckstoßstange mit den ganzen Carbon-Einsätzen, was dazugehört, ist ungefähr bei 8.000 Euro unlackiert. Ja. Und dann, das so richtig krass teuer ist ja, glaube ich, die Motorhaube, ne? Genau, Motorhaube Carbon kostet, also jetzt die vom 991 GT2 S, weiß ich, kostet 25.000 Euro netto.
nur die Motorhaube unlackiert, ne? Kein gar nichts, die musst du noch füllern. Und also wenn du natürlich Sichtcarbon haben willst, musst du natürlich Klarlack drauf machen, sonst ist es matt. Und ja, also da kannst du richtig Geld lassen. So und so ist halt Time Recycling angesagt, ne? Ja. Größer als ich gedacht hätte. Ja. Sind schon ein paar Autos am Start, ja. Also ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es extra länger haben könnte, das Video. Weil wenn wir hier jedes Auto durchgehen, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Ja, jedes Auto hat so seine Historie. Die meisten Autos sind schon länger im Kundenbesitz. Klar gibt es immer wieder Leute, die kaufen ein neues Auto. Aber jetzt so die Spezialfälle, die hier rumstehen, die sind schon meistens so zwischen 5 und 8 Jahren im Kundenbesitz. Mehrere Setups schon durch. Jetzt nicht, weil Motor kaputt, sondern weil die meisten sind bekloppt, so wie du und ich, und wollen natürlich immer mehr Leistung. Immer Upgrade, ne? Immer Upgrade. Ja, ich kenne das. Also, da habe ich auch ganz viele, die fangen an 600 PS, 700 PS, dann kommen 800, dann kommen 1000, dann kommen 1200, dann kommen 1400. Genau. Das, man findet kein Ende. Ja. So, hier mal genau das, was ich gerade sagte. GT3, also schmale Karosse. Und dann oben für den Ladeluftkühler die Sulze drauf, ne? Ja. Das heißt, die Hutze ist logischerweise auch von euch eine Anfertigung. Richtig, die Hutze ist von uns eine Anfertigung. Wir hatten früher eine GFK-Abteilung bei uns hinten. Und ja, das haben wir dann irgendwann eingestampft, weil wir nicht mehr so viele GFK-Teile gemacht haben, wie wir eigentlich haben wollten. Und ja, gibt es auch mit eingearbeitet, mit einem fließenderen Übergang. Ja, die meisten Kunden sagen, aber ich will das Seitenteil nicht neu lackiert und deswegen. Hey. Hi. Tim. Hi, grüß euch. Auch am Start. Wir müssen nur kurz ein paar Autos starten, dass ihr jetzt nicht hier gleich hier in den Ich glaube, unsere Fans werden das schon feiern hier, wenn wir ein paar Boxer wieder rüberlaufen. Ja. Okay, ja, also ich persönlich. Ich finde es auch geil, wenn das draufgesetzt ist. Ist halt typisch Racecar, ne? Ja. Ist so, passt, finde ich, dazu. Bei dem Auto muss das so sein. Ich würde sogar, glaube ich, in schwarz-matt sogar auch noch geil finden. Wäre auch fett. Wenn das so richtig Fall draufgesetzt ist. Ja. Ja. So, okay, aber das heißt, der Ladeluftkühler ist aber trotzdem hier so schräg drin, ne? Er sitzt in der gleichen Position wie original beim Turbo. Deswegen hier hinten auch die Gitter drin, dass die Abluft weiterhin nach unten abziehen kann. Und ja. Ja, sonst, das Auto ist halt... Ich weiß auch, ganz viele in der Porsche-Szene wollten halt immer von euch diese Schweller haben. Richtig, genau. Weil der Porsche mit dem Schweller halt einfach ganz anders aussieht. Ne? Ja. Also optisch gibt es ja auch einiges zu holen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir nur von Leistung reden, weil irgendwie das ganze Auto gleich mit Schweller und Lippe sieht die Kiste halt irgendwie gleich mehr so, als wenn der so auf dem Boden liegt, wie so eine Flunder aus. Ne? Ja, du hast halt so eine fortlaufende Linie ringsrum ums Auto und sobald du davor stehst, sieht einfach tiefer und breiter aus, obwohl du halt eigentlich nicht wirklich in die Breite gehst. Und das ist natürlich auch... Das hat auch Sinn. Also das Auto ist ja früher Topspeed gefahren und wenn natürlich bei 400 volle Kanne den Anker schmeißt, muss natürlich die Abluft irgendwohin abziehen. Deswegen hatten die früher immer oben ein paar Löcher oben drin, dass wirklich dann die Bremsen Luft nach oben abziehen kann, wenn sie sich nicht sowieso verwirbelt, dass sie quasi in alle Wege weg kann. Das heißt, das baut ihr so auch schon seit 10 Jahren, ne? Das bauen wir schon ganz schön lange so, ja. Weil mit dem 991 GT3 RS kam das dann ja erst bei der Porsche-Serie, richtig, ne? Genau. Drin. Was auch ganz witzig ist, man sieht hier bei dem Auto hier vorne dieser Wing, ja? Den haben wir beim 996 und beim 997 schon gebaut. Den hat Porsche beim 991 auch wieder kopiert. Den haben sie auch wieder gebaut, genauso wie wir das gemacht haben. Ja. Mhm. Ich habe kurz den Schlüssel 2 und schon ist leise, ne? Ja. Krass. Ja. Ja, mit den Wings muss ich ehrlich sagen, mein Geschmack war es nie. Ja. So, ich finde es so, wie es hier steht, perfekt. Aber es gibt auch genauso viele, die es halt feiern, dass diese Wings seitlich dran sind. Und es bringt auch wirklich was. Das glaube ich auch. Also, die ersten Autos, die ich gefahren bin, wo man halt so die ersten Fahrerfahrungen sammelt, fährst mal 1000 PS, fährst mal 300, 320. Und wie man das so kennt in Deutschland, holprige Autobahn und deine Vorderachse wird ganz leicht, ist unangenehm. Mit dem Flügel hast du das nicht. Ja. Also es ist halt schon ein Sicherheitsaspekt. Wenn du wirklich sagst, ich fahre gerne über 300, brauchst du den eigentlich. Ja, weil das ist schon viel Luft, die an der Seite vorbei muss. Wenn die natürlich geführt und runtergedrückt wird, ne, macht das schon viel aus. Du musst ja auch mal überlegen, bei 300, was für eine Luftmasse von vorne kommt. Ja. Dass das meiste Gewicht hinten sitzt, du hast vorne nur dein Allrad, ne, und ein bisschen Tank. Deswegen, das meiste Gewicht sitzt halt einfach hinten drin. Wenn du hier so reinfilmst, René, sieht man auch mal schön, nehmen wir es ein bisschen weiter rüber. Den Unterschied zwischen schmal und breiter Karosse macht perfekt, ne? Und vor allem original Intake und Motor. Das duftet doch gleich wieder hier. Ja, ist ein bisschen. Motoren? Richtig, hier ist Motoren. Wir bauen hier Motoren, haben hier drei Ständer fest eingebaut, weil wir bauen auch eigentlich immer zwei, drei Motoren gleichzeitig.
wie das halt immer so ist, ne? Kennst ja selber, es kommen nicht immer rechtzeitig alle Teile, also brauchst wieder hier, brauchst du da. Wenn man da hinten guckt, da stehen auch noch zwei Motoren, wir bauen immer auf Vorrat, also wir bauen immer alles sofort weg, wenn wir was haben, wir haben nie Langeweile. Wir sehen wir auch gleich, wenn du da vorne hergehst, an dem Fenster, da stehen Motoren, das sind meistens Kundenmotoren oder halt Sachen auf Reserve, also... Zwischen Motor ist falsch, Motor rausnehmen, ranbauen und er ist wieder zusammen. Ja. So, bei einer schon einer großen Stufe, also schon mit Kolbenpleuel und so weiter. Also 1000 PS. Wie lange braucht er dafür? Also für 1000 PS, wenn ich alle Teile da habe und unsere Bearbeitungsschritt, also wenn alle Teile fertig bearbeitet sind, das wäre das Einfachste in dem Fall, dann würde ich sagen, baue den ungefähr 5 Tage mit allen Teilen anpassen, mit Ladeaufhängung und allem, was dazugehört, Leitung und so einen ganzen Quatsch, Ladedruckregelung zerlegen, ungefähr 2 Tage und einen Tag nochmal mit Waschen und halt Sandstrahlen und so ein Quatsch. Also in allem drum und dran, für mich Motor bauen sind das ungefähr 8 Tage, plus halt die Arbeiten am Auto, die sind auch ungefähr in einer Woche zu erledigen mit Benzinleitung, Benzinpumpe, große Löcher reinbauen hinten, weil du brauchst natürlich große Ansaugungen für die Turbolader, wir bauen eigene Luftfilterkästen zum Beispiel, ne, wegen großen Ansaugungen und so weiter und so fort. Aber die 1000 PS Motoren baust auch du sogar schon? Ich baue alles im Prinzip eigentlich ab 1000 PS, also ich baue hauptsächlich die Metzger Motoren. Sympathisch. Also ich baue hauptsächlich die Metzger Motoren, sprich 996, 997, wassergekühlt. Mal auch mal luftgekühlten, aber das ist eigentlich mehr der Fall von dem netten Herrn da hinten. Der baut bei uns die 991 für die ganzen luftgekühlten, auch zwischendurch Metzger, wenn es natürlich nicht anders geht. Aber ich würde sagen, sein Faible besteht auf luftgekühlt und 991. Ne? Würde man gar nicht so denken, dass ihr halt auch luftgekühlt macht, ne? Aber klar, ja. Es gibt halt auch die alten Porsche. Ne? Klar. So ein paar sehe ich hier auf jeden Fall auch. Da oben zum Beispiel haben wir noch gar nicht mal drüber gequatscht, ganz witzig. Der Kunde hat einen 930 gekauft aus Amerika. Und der wird komplett zersägt und umgebaut auf einen 934, wie die damals halt gefahren sind in den großen Rennen. Und der kriegt diese komplette Jägermeisterbeklebung mit allem, was dazugehört. Und ja. Aber jetzt musst du mir mal einmal helfen. Das ist ja, bitte. Das ist ja Plastik gerade, ne? Das ist, das ist Blech. Das fühlt sich einfach nur so an. Echt so dick? Ja, das ist so. Ah, oder da ist schon über die Jahre ein bisschen Spachtel drauf gekommen, ne? Da kommt aus Amerika, ne? Da, wo man das nicht dazu sagen, ne? Ich dachte gerade, das wäre GFK-Seitenteil. Ja, nee. Ah. Ja, weil da vorne steht auch der Motor mit dem großen Single-Turbo, der kriegt so 600 ungefähr. Ah, da sind wir gerade so dran vorbeigelaufen. Ja. Der ist noch nicht ganz fertig, der Kunde ist da relativ entspannt, das läuft ja alles Step-by-Step, weil der ist da ein bisschen Perfektionist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das von euch hier so ein Museums-Deko-Motor ist. Nein, der kommt am Schluss wieder rein. Da sind wir halt, machen wir halt immer zwischendurch, während wir Luft haben. Das ist alles GFK-Rahmen. Und wie du siehst, alles neu chromatiert oder pulverbeschichtet, gesandstrahlt. Weil das ist so genau mein Ding. So, will ich auch mal. Ja. Da verliert man sich dann halt irgendwann drin, ne? Du verlierst dich irgendwann drin, so sieht's aus, weil du willst noch das machen und noch das machen und findest hier noch ein Detail und da noch ein Detail und irgendwann wird's halt auch einfach ein bisschen viel. Und hier können wir jetzt mal grob einmal zeigen, das hat man nämlich auch noch gar nicht, wie so ein luftgekühlter Motor eigentlich immer funktioniert. Ja. Man denkt bei luftgekühlt immer daran, dass die Zylinderköpfe wie beim Motorrad so im Fahrtwind stehen. Das ist aber mit luftgekühlt gar nicht so unbedingt gemeint, sondern man hat hier direkt über die Kurbelwelle angetrieben ein fettes Lüfterrad drauf. Ja. Und dieses bläst dann wirklich durch ein komplettes Gehäuse, also wie so eine Art Windshot, wirklich durch die Köpfe auf den Boden, ne? Genau, Köpfe und Zylinder sind beide mit Alurippen. Das heißt, das ist nicht nur so ein bisschen ein Gebläse, was da so ein bisschen vor sich hin bläst, ne? Sondern das wird ja schon richtig, richtig reingedrückt da, ne? Und es läuft ja über den ganzen Riemtrieb. Das heißt, der steigt natürlich mit Drehzahl. Mit Drehzahl, ja. Genau, also hast du natürlich bei mehr Drehzahl mehr Kühlung. Krass, okay. Mit Single-Turbo. Mit Single-Turbo, richtig. Das ist dann so GT30, 35? Das ist GT35, aber auch ganz alte Steinzeittechnik. Ja. Ja. Der wollte das aber auch so, der wollte den richtigen Punch haben, wie sich das halt damals in so einem alten Auto gehört hat. Ja. So wie die 964 waren ja auch Single-Turbo damals. Richtig, genau. Das heißt, wir reden dann bei so einem Motor von 500 PS, 600 PS? 500, 600 PS, ja. Krass. Ja. Und das auch noch mit der alten Einspritzung halt, ne? Richtig, ey, die funktioniert erst rein. Die funktioniert mega. Also, wenn man eine Ahnung von hat. Wenn man eine Ahnung von hat, funktioniert das. Ja. Wenn man einfach wild drauf losdreht, kann das natürlich auch schnell, noch schnell in die Hose gehen. Aber da mein Vater ja alte Schule ist, würde ich jetzt mal behaupten, und kennt er sich ganz gut damit aus. Dieses GFK-Teil ist auch von euch? Nein, das kaufen wir zu. Also früher hätten wir sowas selber gebaut, da aber wir unseren GFK-Mann leider nicht mehr haben, der früher viele schöne Sachen für uns gebaut hat, kaufen wir das mittlerweile zu. Das ist aber wofür da? Einfach nur, um das ganze das Motorraum ein bisschen abzuschotten? Das können wir dir einfach zeigen, hier vorne an dem 964. Der hat diese Carbonverkleidung, aber es ist im Prinzip das ähnliche, ist das gleiche Prinzip. Und wenn man bei dem von unten hochguckt, sieht man, es geht einfach um Spritzwasser, was geschützt wird und sonst im Prinzip, dass die Luft, die von oben angesaugt wird, nämlich nicht die warme wird. Man guckt hier von hier durch, da ist nämlich der ganze Carbonrahmen
Und man sieht das zum Beispiel auch hier hinten schön überall, dass da überall alles geschützt ist, dass halt wirklich auch die Wärme von den Ladern und sonstiges nicht nach oben steigt. Ich verstehe, also ist quasi so wie ein Unterfahrschutz beim normalen Auto, nur dass man den in dem Fall natürlich hier nicht unter die Krümmer klatschen kann. Richtig, genau, okay, genau. Verstehe. Ja. Mhm. Ja, das ist auch ein schönes Projekt. Biturbo-Umbau auf einem 993-Motor und steckt im 964 drin. Auto relativ wenig gelaufen, auch sehr besonders Keramikbremse auf dem Auto drauf. Gab es damals nicht, von einem 996 GT2 oder Carrera 997, ist gleiche Dimension. Und ja, hat so um die 700-800 PS. Funktioniert auch mit Cyvex, frei programmierbare Traktionskontrolle und Map-Switch. Kannst verschiedenen Sprit fahren mit verschiedenem Ladedruck. Ja, Kennbus-System drin mit E-Gas und so weiter und so fort. Macht sehr viel Spaß, das Auto. Also altes Auto auf neue Technik. Genau. Ein etwas neuerer Motor mit einer ganz neuen Elektronik. Ne? Richtig, genau. Schön. Hat auch eine Zündanlage, also funktioniert auch mit Zündspulen. Mhm. Also kein Zündverteiler mehr. Richtig, genau. Witzig bei den Dingern ist immer, das Ding hier ist tatsächlich die Heizung. Das ist die Heizung, ja. Für ihn. Krass. Weil ist halt kein Kühlwasser drin. Das heißt, du hast kein Wasser, was im Innenraum heizen kann. So, weil ist halt luftgekühlt der Motor. Das heißt, dieses Blech nimmt so ein bisschen Wärme vom Motor auf und zieht die Luft dann halt. Normalerweise ist das so eine richtige Schale um den Krümmer, ne? Richtig, genau. Aber das ist wie so ein großer Panzer, wo nur ein paar Rohre durchlaufen. Mhm. Ja. Krasses Auto. Ganz witzig, der Kunde ist mit dem Auto schon auf der Autobahn, das ist Fünfgang, ausgederät, schon 350 gefahren. 350? Im 964? Zeige ich dir nachher mal ein Video. Scheiße, ich dachte, wir wären schon immer schnell. Ja, und die hatten halt damals noch so diesen Ladeluftkühler oben so drin stehen. Richtig, genau. Die hatten den damals noch oben drauf. Das Auto wurde komplett optisch genauso gebaut wie ein 964 Turbo S. Davon gibt es nur eine sehr, sehr geringe Stückzahl. Und es ist auch alles mit Originalteilen. Also quasi die Haube vorne aus Kevlar, das Original 964 Turbo S. Der Heckdeckel aus Kevlar ohne die Gummilippe ringsrum. Der Innenraum ist komplett gemacht, einmal komplett neu, auch im Turbo S-Look. Also anderes Lenkrad hinten, Teppich drin ohne Rücksitze, Schalensitze. Ist auch komplett neu beledert von innen. Also es ist komplett neues Porsche-Leder reingekommen. Eine Frage habe ich, was ist das hier? Rückschlagventil. Die originale Ölabsaugpumpe vom 993 besonders stark. Und das heißt, wenn du im Leerlauf lange stehst, laufen sonst die Öltanks voll mit Öl und dann laufen sie nach oben und dann quetscht sich das raus und dann fängt er an zu qualmen. Unter anderem. Oder es fängt halt an zu tropfen, weil der Turbolader nicht mehr weiß, wohin mit dem Öl, und dann quetscht das durch die Rumpfkupplung irgendwo raus. Mhm. Okay, das heißt einfach, dadurch, dass die übertrieben gesagt, der Lader tiefer als die Ölwanne hängt, ne? Richtig, oder als der Öltank. Die Trockensumpfschmierung. Ja. Das ist halt der hauptsächliche Grund, warum sie dann die Öltanks da dran haben. Mhm. Das heißt, wenn du das Auto abstellst, kann das Öl nicht mehr zurücklaufen. Richtig, genau. Weil sonst startest du und alles qualmt wieder, weil der Lader läuft voll und das willst du natürlich nicht. Das haben die aber Serie schon auch ganz oft, ne? Das haben die Serie schon oft. Also der 993 hat da sowieso ein großes Problem mit. Wenn du jetzt 993 Turbo hast, der steht ein ganzes Jahr in deiner Garage, den willst du starten, kannst du erstmal Öl aus den Öltanks ablassen, bevor du das Ding anmachen kannst. Kein Spaß. Oder du machst es halt an und es ist halt ein bisschen... Ein bisschen ist gut, nebelig. Also dass die laufen richtig voll bei den 993. Bei 996, 997 geht das gut, da ist die Ölabsaugung besser und die Tanks sind besser. Also das ist ja auf jeden Fall optisch mein Favorit. Ja, also mir gefällt er sehr gut, weil er ein bisschen im GT2-S-Style ist. Hat die GT2 Frontschürze, die GT2-S Originalhaube aus Mattcarbon. Der hat eigentlich auch noch passende Mattspiegel. Die fahren jetzt natürlich nicht mit für die Highspeed-Events, das ist halt Quatsch. Wenn er mit dem Auto auf der Straße fährt, kommen sie wieder dran. Ich finde es aber Wahnsinn, wenn ihr euch das Auto von vorne anguckt, was es einfach ausmacht. Das fand ich bei Limo auch immer so krass, wenn kein Spiegel da ist. Sieht so geil aus. So über die ganze Silhouette, das ganze Auto sieht ganz anders aus auf einmal, ne? Ja. Also sieht viel schmaler aus halt, ne? Ja. So, und das ist auch das besagte Auto, mit dem Janis letztes Wochenende hier beim TTT geknallt ist, ne? Richtig, genau. Ich habe letztes Wochenende im Prinzip unser neues Gearbox-Setup getestet. Wir haben das Getriebe einmal neu übersetzt, den fünften Gang ein bisschen verkürzt. Der Gangsprung war vorher zu groß, von 5 auf 6. Das heißt, ich habe im sechsten Gang relativ viel Leistung verloren, weil ich halt kurz vor Ladedruck erst wieder rausgekommen bin. Und deswegen haben wir es beim Winter überarbeitet. Und auch ein Problem, letztes Jahr beim SCC habe ich mit dem Auto, ich würde sagen, so 15 bis 20 Launchstarts gemacht. Und wenn du dann da immer losfährst mit voller Pulle, mit 2,5 Bar Ladedruck, also die ersten Starts bin ich mit viel Ladedruck gefahren, weil ich nicht wusste, wie ist das Grip-Level. Ja, da gibt es auch so ein schönes Video, wie ich in alle Richtungen abbiege mit dem Auto. Das war sehr, sehr unangenehm. Aber ja, da haben wir die ganze Eingangswelle verbogen, deswegen ging auch der erste Gang nicht mehr rein. Konntest du schalten, wie du wolltest, musst das Auto immer hin und her schieben. Irgendwann standen die Zähne gerade eben so voreinander, dass es dann funktionierte. Aber ist auch bisher das Einzige, was wirklich kaputt war an dem Auto. Also wir fahren jetzt seit 2,5, 3 Jahren damit. Wir haben noch nie den Motor aufgemacht. 10.000 Kilometer ist er jetzt gelaufen. Toi, toi, toi.
So zum Thema Motor ist theoretisch noch so wie ursprünglich in dem Auto war, 997 3,8er Metzger Motor. Nein, also es ist ein GT3 Motor als Basis, GT3 Motorblock. Ah. Da gibt es nämlich gewisse Unterschiede, und zwar im Motorblock. Die Turbos haben pro Zylinder nur eine Ölspritzdüse und die GT3s haben zwei, aber sind aber gleich groß. Das heißt, du hast im Prinzip die doppelte Kühlung. Bei hoher Drehzahl, viel Zündung, brauchst du mehr Kühlung, ist natürlich klar. Und ja, sonst im Prinzip ist es alles anders da drin. Also unsere eigene Kurbelwelle drin, da sind Titanpleuel drin, auch von uns. So, dann haben wir unsere eigenen Kolben da drin, der hat Zylinder von uns, der hat eigene Wasserkästen von uns, die sind größer, da passt mehr Wasser rein mit Kühlrippen von innen. Selbst die Zylinder haben Kühlrippen von außen, ne, damit sie halt mehr Auflagefläche haben und die Temperatur besser annehmen können. Also ist quasi eine Mischung aus Luft und Wasser gekühlt. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Und Hubraum dann? 4,1. Ja, genau. Also Kolben 104 mm und im Prinzip Hub ähnlich wie bei einer GT3 Kurbelwelle. Und ja, also man kann, könnte es theoretisch auch noch 4,4 bauen oder 4,5, aber irgendwann wird der Kolben einfach so flach, dass du einfach fast aus dem Zylinder wieder unten rausfährst. Und dann wird das Risiko immer höher, dass er anfängt zu kippeln. Und wenn du dann da jetzt knapp 9000 Touren drehst und hast da knapp 3 Bar Ladedruck drauf, hast du natürlich so einen Druck von oben, dass er auf jeden Fall irgendwo hinkippeln will. Und wenn du dann einen Kolbenkipper hast und der bleibt dann stecken, hast du ein ganz großes Problem. Dann hast du einmal Kernschrott. Ja. Wie ist das bei den Motoren? Sind da alle drei Zylinder zusammen drauf gesteckt oder sind das richtig einzelne Zylinder, das wie so sind, bei den alten Motoren? Die haben alle einzelne Zapfen, das ist nicht so wie bei deinem RS4, wo die im Prinzip sich ja fast einen Zapfen versetzt teilen. Du hast für jedes Pleuel hast du einen eigenen Zapfen. Und der eigentliche Zylinder, wo der Kolben drin läuft, sind das drei zusammen, die man dann auf den Block steckt? Das sind drei zusammen, das sind drei, also du hast einen einzelnen Wasserkasten, wo du drei einzelne Zylinder reinsteckst, die werden über O-Ringe abgedichtet. Und ja, das Schöne bei dem Metzger-Motor ist, es ist alles einzeln. Du hast einen einzelnen Wasserkasten, du hast einen einzelnen Zylinder, den du immer tauschen kannst. Du hast einen einzelnen Zylinderkopf, du hast einen einzelnen Nockenwellenkasten und so weiter und so fort. Es ist halt alles separat und das ist auch sehr schön in der Handhabung am Schluss. Und deswegen ist auch die Fertigung so genial der Teile. Das müssen wir uns auf jeden Fall gleich am Motor nochmal angucken. Kein Problem. Stoßstange GT2? Stoßstange GT2, richtig. Normale GT2, keine ER-Stoßstange. Die hat andere Einsätze unten runter und die Kiemen außen sind sonst anders. Passt aber auch zu den GT2. Den GT2 als MK1 gab es nämlich nur mit den Rückleuchten. Den GT2 S gab es nur als Facelift. Das heißt, du bräuchtest die anderen Rückleuchten. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben halt originalgetreu, soweit es geht. Und deswegen GT2, ja. Richtig, genau. Diffuser auch von euch? Richtig, ist auch von uns. Junge, der ist aber massiv, ne? Krass. Der ist Alu, ja. Nein. Ja. Geht von unten zwischen den Rädern so richtig schön breit auseinander. Ja. Krass. Und Spoiler, wolltet ihr, also braucht der noch einen Spoiler? Also ich glaube, es wäre schöner zu fahren mit einer Abrisskante, dass du im Prinzip weiter die Luft hinter dem Auto verwirbelst, weil es einfach ein angenehmeres Fahrgefühl ist, wenn du länger über 300 fährst. Und ja, wir haben den Flügel jetzt halt draufgelassen, halt einfach, damit er halt einfach mehr nach Serie aussieht, weil er mit dem Auto halt auch noch auf der Straße fährt. Und ich bin ganz ehrlich, ich will nicht der Erste sein, der das ausprobiert und dann da fast 400 zu fahren und dann drehst du dich am Schluss mal das Auto kaputt. Ja, es ist nicht mein Auto, ich kann es nicht bezahlen, bin ich ehrlich, ne? Woher soll ich das Geld nehmen in meinem Alter? Und ja. Weil man könnte jetzt ja auch so eine freistehende Theke irgendwie drauf machen oder richtig, so. Ne? Also viele Jungs von unseren Kunden fahren gerne mit dem GT3 S-Heckflügel. Sieht ganz cool aus. Ich habe es mir satt gesehen und du hast ein großes Problem, du verlierst enorm viel Zeit. Also 200, 300 bist du ungefähr eine Sekunde langsamer. Ah, echt mit dem GT3 Flügel? Ja. Krass. Ja. 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 Da kommt gerade wieder 1600. Ja, wer kennt sich? Wollte einfach mal auf den Hof. Den Cabrio. Ja. Handschalter. Wie fährt die so vom Anfang, vom Rumpel? Mit Servo unterstützt gut. Also du kannst es machen wie im GT3. GT3 Servo, nicht Servo unterstützt. Da gibt es eine andere Getriebe, Glocken für und was weiß ich, kannst du sehr viel umbauen. In den Straßenautos machen wir das immer Servo unterstützt, bei den Rennautos nicht ohne, weil es einfach Quatsch ist, nur mehr Gewicht. Das heißt, der Porsche hat eine Unterstützung für die Kupplung, also wie so ein Bremskraftverstärker übertrieben. Richtig, genau. Also die Turbo-Modelle ja, die GT3-Modelle nein. Also GT-Modelle generell nicht. Also das heißt, GT2, GT3 hat keine servounterstützte Kupplung, nur der Turbo. Können wir hier mal reingucken? Klar. Also wie man unschwer erkennen kann, der Besitzer ist scheinbar Italiener. Ja. Mit der italienischen Flagge. Ja, hier sieht man jetzt mal krass, wie bei den Autos einfach wie tief dieser Boxermotor da drin hängt. Ja. Der hängt ja wirklich gefühlt auf der Höhe, ja, es kommt gut hin. So? Ja. Also, falsch. Kurbelwelle ist ja so gefühlt auf Knöchelhöhe, ne? So, und der eigentliche Motor ist ja wirklich nur so hoch, ne?
Aber das ist halt auch das Schöne, das merkst du halt am Fahrverhalten des Autos. Dadurch, dass der Schwerpunkt sehr tief ist und halt auf der Hinterachse, hast du eigentlich immer sehr, sehr guten Grip, in welcher, egal welcher Situation du dich befindest. Also die Gewichtsverteilung des Autos ist geil. Das siehst du auch mal, wenn ich jetzt von Null an losfahre oder mit Launch. Du siehst richtig, wie er hinten einfedert und richtig schön der ganze Reifen sich auflegen kann. Und du siehst immer, wie vorne die Räder schon fast in der Luft hängen. Wie er eigentlich Wheelie machen will, ne? Genau, genau. Brutal. Wirklich brutal. Ein Turbolader, waren hier was für welche drin? Precision PT6870 Gen 2, also 1200 pro Lader. Und bisher auf größter Stufe, die ich bisher gefahren bin, hatten wir Taktung so 45%. Also da ist noch Luft nach oben. Also. Das heißt, wenn du jetzt 3,49 war der schnellste Lauf oder warst du früher schon mal schnell gefahren? Ich bin mit dem Auto schon mal 354,93 gefahren. Das war Weltrekord für stehend halbe Meile auf Basis Porsche 997 Turbo. Und ja, deswegen, also da bin ich Map 6 gefahren, aber an dem Tag hatte ich das Problem, das war zwei Brücken. Es ging zum Ende hin relativ doll bergauf, siehst du auch bei mir auf dem Graphen. Ich hatte hinten raus einen Slope von 2 und Gegenwind war stark, 30, 40 km/h. Und was würdest du sagen, was das an der Leistung war? An dem Tag 1600, 1700. Krass. Ja. Das ist echt unglaublich, wie die Dinger halten. Ne? Also mich begeistert wirklich am meisten immer, wie diese Kräfteverteilung, diesen Boxermotor muss einfach so krass sein. Dadurch, dass sich das ja immer, der eine Kolben geht so, der andere geht da raus, das gleicht sich einfach so krass aus. Ne? Ja. Das einfach Wahnsinn ist. Hier ist jetzt Holinger-Getriebe mit? Mit Pedal Shift System. Da ist ein Kompressor mit dran und das hört man auch sehr schön. Und das Ganze wird gesteuert über die Cyvix? Das wird alles gesteuert über Cyvix, richtig. Mein Vater programmiert das alles selber und ja, damit, ich glaube, mit Cyvix arbeiten wir jetzt seit 4 oder 5 Jahren. Also ich würde sagen, das haben wir mittlerweile relativ gut im Griff. Haben sehr, sehr, sehr viele Autos weltweit, die damit auch am Laufen sind. Haben zum Beispiel auch einen im Libanon, der fährt damit einen GT3 unter anderem. Libanon? Ja. War jetzt mal nur so ein Beispiel, wo die Autos dann halt überall immer gerne mal herkommen. Ne? Wollt ihr die Leute einmal ganz kurz abholen, was Cyvix überhaupt ist? Cyvix ist eigentlich genauso ein Freipunkt über das Motorsteuergerät wie EMU und so weiter. Nur halt ein bisschen hochwertiger. Ja. Schlauer, du hast besser, viel mehr Funktionen. Aufwendiger. Genau, es ist viel besser vom Aufbau her, es ist viel intelligenter, die ganzen Sachen kommunizieren einfach viel besser miteinander. Man muss es halt nur können. Genau, halt nicht, so viele, genau, nicht so viele. Genau, genau. Okay, ja, krass. Ja, wie man sieht, Originaltür. Auf der Beifahrertür haben wir eine Carbon-Tür drin. Ist aber eigentlich Quatsch. Der Kunde hat gesagt, wir bauen den mal auf Rennauto um, weil es Rennauto ist. Deswegen ist eine Carbon-Tür und der Innenraum leer. Ich persönlich glaube aber nicht, dass es wirklich viel bringt, weil du sparst vielleicht 20 Kilo und das macht bei so viel Leistung eigentlich nichts aus. Ja, das ist wahrscheinlich 1 km/h im Ziel dann am Ende. Wenn überhaupt, ja. Deswegen auch Türverkleidung, das GT3. Jemand, der sich auskennt, sieht das sofort. Da sind unten breite Backen drin und du hast keine Verkleidung zum Auf- und Zumachen. Normalerweise hast du beim Turbo immer ein Fach. Hat den Vorteil, die ist doppelt gepolstert wegen Rennstrecke, falls du irgendwo einplankst. Und das ist auch der Grund, warum ich keine Carbontür in dem Auto habe. Weil ich habe gesagt, wenn wir da eine Carbontür einbauen, dann kann der Kunde nur noch alleine mit seinem Auto fahren. Dann setzt sich da nicht einen Fuß mehr rein. Weil wir haben keine Vollzelle drin und nur hinten Käfig. Und wenn du dich mit 380 überschlägst mit so einem Auto, dann ist Sense. Das wusste ich auch nicht, dass das so ist. Richtig, ja. Krass. So gepolstert ist. Ist bei jedem Porsche anders. Boxer hat auch nochmal andere Türen und so weiter und so fort. Also wenn man es nicht weiß, sieht man es natürlich nicht. Aber was denkst du, wiegt das Auto so ungefähr, wie hier steht? Im Prinzip wie Serie. Also da tut sich nicht viel. So 15, 1600 so in dem Dreh. Ne? Bestimmt. Ich meine ja nur, wir haben nur eine Carbonhaube drauf, die ist leichter. Überleg mal, wir haben riesen Ladeluftkühler, die sind schwerer. Die Lader sind viel schwerer. Riesenlader, ja. Und das hier ist Verbreiterung? Richtig, ist Verbreiterung. GT2, GT3 RS. Gehört normalerweise auch noch ein breiter Blinker zu und noch eine fortlaufende Verbreiterung nach unten. Ist aber eigentlich in dem Fall für das Auto nicht so schlau, weil es klaut ja halt einfach Aerodynamik. Der Kunde hat es aber damals am Auto dran. Passte halt zu dem originalen GT2 RS-Look. Da gehört es halt mit dazu. Dass ich aber dann immer bei 350 unten angefangen habe, die Verbreiterung zu verabschieden und die Radhausschalen, habe ich dann irgendwann gesagt, wir bauen es einfach ab. Und ist Allrad noch, ne? Ist Allrad, richtig. Ist Allrad, richtig, ne? genau. Kann man da vorne alles original lassen oder müsst ihr das alles umbauen? Irgendwie verstärken und so weiter? Also nein, also Allradsystem ist komplett Stock. Ja. Da sind auch vorne noch originale Antriebswellen drin, wir haben nur hinten welche vom Drive-Shaft-Shop. Hinten sind andere drin, okay. Richtig, genau. Musst du aber nicht haben. Er hat sie damals gekauft, weil er gesagt hat, mit Launch-Starts und so, schlechtes Bauchgefühl. Paul ist immer alles Serie gefahren. Ja. Seriengetriebe, also im Prinzip der ganze Antriebsstrang bei Paul war Stock. Krass. Ja, Wahnsinn. Das heißt, wenn, guck mal, du warst auch beim TTT mit einem rollenden Start, warst du ja, glaube ich, 9,1 Viertelmeile gefahren oder so, ne? Richtig, genau. 9,1, ja. So, das heißt, eine 8 wird das Ding sofort fahren halt. Ja, also das Problem ist halt von Null los. Wenn du da Ballonräder drauf hättest, wärst du mit Sicherheit viel, viel schneller. Ja. Den besten Start, den ich an dem Tag gemacht habe, waren 2,73, glaube ich, auf 100.
Aber es dreht trotzdem alles durch. Ja. Ja. So. Braucht man da natürlich auch die passende Strecke für und so weiter, ne? Genau, aber also ich denke mit dem Auto auf einer geklebten Strecke, mit Ballonreifen und dann richtig Druck drauf, dass du auch wirklich unten raus mit Ladedruck losfahren kannst. Ich fahre jetzt in Gang 1 und 2, nee, in Gang 1, 1,2 Bar. Im nächsten Gang fahre ich dann, ich meine, 1,6 und erst ab dritten Gang 2 Bar und ab vierten Gang ist volle Leistung. Ja. Weil davor, du kriegst einfach nicht auf die Straße. Wir haben das ausprobiert, ist ganz unschön. Und ja. Hat euch noch nie gereizt, auch mal Viertelmeile zu fahren? Weil das ist ja eigentlich was, was ihr als 9FF noch gar nicht gemacht habt. Genau, ne? Also ich würde es gerne mal ausprobieren, keine Frage. Der Kunde ist aber nicht so scharf darauf. Wobei ich da hinten ein Auto sehe, was sich garantiert noch besser dafür eignet. Genau, genau. Mit dem sind wir sogar Viertelmeile mal gefahren. Bitburg, das ist ganz, ganz lange her. Da gehörte der noch dem ersten Besitzer. Der Pferd wird so von der Familie gefahren. Aber ich denke, das werden wir in Teil 2 dann erst. Ich meinte auch das Auto genau. Dahinter gerade. Ach so, das dahinter. Ja, der sowieso. Der ist sehr interessant für Viertelmeile, vor allem auch auf der Straße. Okay, ich würde sagen, wir haben Teil 1 auf jeden Fall schon voll, ne? Ja. Wir sind eigentlich noch gar nicht da angekommen, wo wir ankommen wollten. Aber ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch alle auf einen wahnsinnigen Teil 2 in kürzester Zeit freuen. Und da geht es dann auch weiter mit eurer flachen Flunder. Genau. Und ein bisschen Motorentechnik mit Papa. Richtig, genau. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.